Okay, Romilly kommt nach 4 Stunden zurück und ihr habt noch mal ein bisschen Zeit zum Besprechen, um klarzukommen und ja, trinkt alle noch mal einen Schluck Wasser und dann geht es weiter. Kommt die zu mir? Selbstverständlich. Romilly würde auch eine provisorische Karte zeichnen. Wollte gerade sagen, es werden sofort die Kartografen herbeigeholt, die eine Nein, nein, anständige nein, nein, Karte nein, machen. nein. Romilly hat keinen Zutritt zu Jalan und auch nicht zu Ahmad. Okay, Das dann wird möchte Romilly Jagold in ihrem verhindern. eigenen Quartier eine Seite aus ihrem Tagebuch rausreißen. Wir haben Kartografen. Kartografen, mit denen kannst du sprechen, das ist nicht das Problem. So, okay. Nein, dann würde ich definitiv mich sofort mit den Kartografen zusammensetzen, mit meiner Hexenschwester und versuchen, eine möglichst detailgetreue Karte dessen, was wir gesehen haben, auf Papier zu bannen. Ja, Kartografie. Habe davon gar keine Ahnung. Dann leite ab, übermalen und zeichnen. Warte, darf ich da helfen? Ja, du kannst eine Hilfsprobe machen. Okay. Wie ist der Schwanz fürs Ableiten? Eine 5. Chip, Chip. Definitiv ein Chip. Du, ah, verdammte Hacke. Ach, kommt schon. Ja, dann, Das macht's auch Ephadaios besser. möchte helfen und stößt dabei aus Versehen eine Kerze um. Teil der Karte fängt an zu brennen und sie müsste schnell löschen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, das tut mir so leid. Oh, verdammt. 1 Stunde später. Alle versammeln sich wieder und der nächste Zeuge, der aufgerufen wird, ist Nächste Romilly. Zeuge ist direkt Romilly. Romilly. Romilly darf dann. Also, Romilly, wohlgeborene MacAaron, könnt ihr bestätigen, dass die Hütten der Kamordgardisten so zu trennen sind von den Zivilisten? Ja. Das heißt, man kann definitiv einen zivilen Angriff verhindern. Kollateralschäden. So wie ich das sehe, ja, sofern die Kamotgarde nicht von diesem bevorstehenden Angriff erfährt und Romilly atmet tief durch und die Zivilisten in ihre Gebäude schafft. Was ein weiterer Grund ist, warum wir gedenken, unter dem Schutze der Nacht anzugreifen, so unehrenhaft das auch sein mag. Es handelt sich hierbei immer noch um ein Feuer. Feuer breitet sich aus. Diese Leute werden danach nichts mehr haben, wo sie hin zurückkehren können, ob sie nun gefangen worden sind oder nicht. Sie müssen sich. Euer Wohlgeboren, MacAaron. Deine Gnaden, Ephadaios und ich waren bereits, ebenso wie Pontro, einmal in Helmenport. Wir wissen, wie es dort aussieht. Ich könnte bestätigen, dass die Gebäude der, nennen wir sie einfach einmal, Leibeigenen, weit genug weg sind, um ein versehentliches Ausbreiten des Feuers gerade noch zu dieser windrigen Jahreszeit größtenteils ausschließen zu können. A, es gibt auf Maraskan keinen Winter und B, du weißt nicht, wie die Häuser aufgebaut sind. Ich weiß, dass es zwei sehr weit getrennte Gruppen von Häusern gibt und rate Aber ins du warst Blaue. nie drin. Das war nur Richtig, wie Ephadaios. gesagt, ich weiß, dass es hier zwei Gruppen gibt und rate ins Blaue. Ha, dann Also ist die das eine vermuten die. Lügenprobe. Nein, nein, das ist kein Lügen. Ja, es ist Ich aber. frage Sie, könnt ihr das bestätigen? Ich meine, ich war da. Es ist in so ziemlich jeder Festungsanlage ist es üblich, die Zivilistenhäuser von den Wehrhäusern zu trennen. Ich lasse mir nicht erzählen, dass ich da einen großen Gedankensprung machen muss, um das zu erraten. Lass ich zu. Es Wenn gibt zwei dann vom Häusergruppen. Wind einmal eine Rotze abtreibt, was dann? Eine Rotze vom Wind abtreibt, hat man euch denn? Bronn. Bronn? Treiben Rotzen vom Wind ab. Nein, Herr. Kiaras, treiben Rotzen vom Wind ab. Okay, er ist nicht da. Ritter Jagold, ihr habt ihn schießen sehen. Treiben Rotzen vom Wind ab. Ich bin der Richter. Ihr solltet so nicht mit Natürlich. mir sprechen. Natürlich, verzeiht. Nun, nichtsdestotrotz kann es immer noch sein, dass jemand falsch berechnet und deswegen der Schuss trotzdem verfehlt. Gleiches kann man über Pfeil und Bogen sagen. Trotzdem höre ich hier, obwohl es eurer Kirche angemessen wäre, keinen Anspruch gegen eben jene. Du kannst, Ahmad, du kannst Bronn hören. Ich mochte ihn lieber, als er noch nicht geredet hat. Und meint damit Mich? offensichtlich dich. Ja, ist mir egal. Ja. Nun, diese Pfeil und Bogen werden auch nur im ehrenhaften Zweikampf benutzt oder im ehrenhaften Kampf. Das, was ihr tut, ist nicht ehrenhaft. Diese Pfeil und Bogen wurden gestern erst sehr effektiv benutzt, um drei Faktiere ohne Verluste und ohne Warnung auszuschalten.
ohne dass sie einen Dämon rufen konnten, ohne dass sie jemanden verzaubern konnten, ohne dass irgendjemand, außer götterlästerliches Pack, zu Schaden kam. Dies rechtfertigt noch immer nicht den Benutz von Rotzen, die eventuell unschuldiges Leben fordern können. Der Sieg rechtfertigt die Nutzung von Rotzen. Ihr würdet für den Sieg also unzählige Zivilisten opfern? Ich opfere nicht unzählige Zivilisten, ich opfere überhaupt niemanden. Meine Herren, das ist hier keine Diskussion, wir stehen immer noch vor Gericht. Verzeiht. Ist der Zeuge Hilal entlassen? Der Zeuge Hilal ist nun, da wir die genauen Umstände kennen, entlassen. Hilal geht wieder an die Seite von Ahmad. Ist die Zeugin Romili hiermit entlassen oder habt ihr weitere Fragen, die nicht die Kundschaft betreffen? Natürlich habe ich weitere Fragen. Urgeborene Dame von Aran. Ihr kennt mich nun schon eine ganze Weile. Kann man sich jemals in den Sinn, ich könnte dem Willen der Götter zuwiderhandeln? Ja, diese Gedanken kamen mir bisher nicht. Kann man sich jemals in den Sinn, ich könnte vielleicht dem jenseitigen Mordbrenner anheimgefallen sein? Romilly schluckt selbstverständlich nicht her. Kam euch jemals der Gedanken, ich würde willentlich und mit Absicht Zivilistentode, die es einfach zu vermeiden gilt, herbeiführen? Nein. Kam euch jemals in der Absicht, dass ich weniger als den Sieg über die Heptarchien und das Wohl des Reiches am Herzen hatte? Auch wenn ihr nicht so wirklich zu jenem gehört. Die Aussage kann ich nur bestätigen. Keine weiteren Fragen. Der SO von Romilly? 9. 9 halbe sind 10 halbe sind 5. Es wird in den Zeugenstand gerufen, Myria von Galahan Mersing. Sei noch einmal ein Protokoll. Also, ich habe vergessen, Romilly zu verteidigen. Tja, zu spät. Zu spät, gut. Möchtest du deine Knappen vereidigen? Natürlich. Ja. Okay. Ja, ich möchte meine Knappen vereidigen. Myria von Galahan Mersing, schwört ihr, von Preyas Licht in die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit? Ja, sie ist bereit, den Eid für dich zu leisten. Gut. Sie hat auch ein SO von 10. 10 halbe sind 5, plus 2 sind 7. Hohe Dame von Mersing, wie lange kennen wir uns jetzt? Naja, ich glaube seit 7 Jahren? Ihr seid etwas weniger lang als das, meine Knappin. Richtig. Meine Pagenzeit habe ich bei einem anderen Ritter geleistet. Ja, die Geschichte ist mir hinlänglich bekannt, aber sie muss hier nicht ausgebreitet werden. Denn sie tut nichts zur Sache. Habe ich in dieser Zeit mich jemals davor gescheut, ein Schwert in die Hand zu nehmen und für die ehrenhafte Sache einzustehen? Ihr habt sehr gerne ein Schwert in die Hand genommen. Myria. Denk dran, was ich in Feind gesenkt habe. Ich weiß. Habe ich jemals etwas getan, das wissentlich dem Wohl des Reiches oder der Götter zuwidergehandelt hätte? Wissentlich nicht, nein. Habe ich jemals, ohne große Not oder ohne dass es unvermeidbar wäre, einen Leibeigenen oder einen Unbeteiligten dem Schwert überantwortet? Sie schaut so ein bisschen hilfesuchend zu Yargold. Nun, wenn ihr steht unter Eid und wenn ihr euch nicht selbst belastet, dann müsst ihr sprechen. Ja. Was? Wann? Auf Scheiße, 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 Scheiße. Auf Maraskan? Mir wurde die Geschichte nur erzählt, aber ihr habt sie nie geleugnet, Herr. Du merkst, wie sie wohl Tränen in ihren Augen hat. Und dann atmet einmal tief durch. Es ist wahr. Ich habe tatsächlich auf Maraskan einen unbewaffneten Mann umbringen müssen, um unsere Parade, diese Sünde vor Praias Augen. Yalan, ihr sollt die Zeugin befragen. Länger aufrechtzuhalten. Verzeiht mir. Nichtsdestotrotz, haltet ihr es für möglich, dass ich
willentlich und gerade jetzt, da wir die Lage von Helmport kenne, mit Absicht diese Zivilisten im Feuer beantworten würde. Das wäre doch sehr unehrenhaft. Haltet ihr mich für sehr unehrenhaft? Jetzt kommt's drauf an, Myria. Versau dir das nicht. Nein. Die Zeugin ist entlassen. Ich rufe auf den Söldner Potro. Kurze Frage an Ahmad. Möchtest du nachhaken? Wenn ich darf, klar. Ich durfte bei Hilal auch nicht nachhaken. Du hast ihn als eigenen Zeugen nachhaken. Ich durfte auch bei Jasper nicht nachhaken. Ach, dann ruf ihn doch gleich nochmal auf. Nee, ich will nicht. Nein, mach schon, ist egal. Haltet ihr Myria Galahan von Mersingen diesen Mann für ehrenhaft? Er ist euer Mentor. Das ist mir bewusst, klar. Allerdings erzähltet ihr gerade eben von einer Geschichte, wo er einen Unbewaffneten umgebracht hat. Anspruch, sie war nicht dabei. Nun, sie sagte, sie hörte die Geschichte. Wer kann diese Geschichte bezeugen? Wenn sie diese Geschichte gehört hat, lasst sie mich doch selbst vortragen. Einspruch abgelehnt. Die Zeugin muss die Frage beantworten. Ja, ich halte ihn für einen ehrenhaften Mann, wenn das die Frage war. Natürlich. Sie sagten, Sie kennen ihn schon seit 7 Jahren? Ja, mein Vater hat ihn mir damals vorgestellt. Hat er sich in dieser Zeit verändert? Ja, natürlich. Zum Guten oder zum Schlechten? Er hat sein Auge verloren. Speziell seitdem er hier auf der Arche ist. Ist er aggressiver geworden, je zorniger? Nicht mir gegenüber. Was heißt das? Anderen gegenüber? Er greift mittlerweile härter durch. Ich verstehe. Ja, man nickt dir zu. Keine weiteren Fragen. Myria weint und geht zurück auf ihren Platz. Ich möchte was sagen. Das hat sie richtig mitgenommen. Ich blicke die Wandstein sowieso nebenan. Ich blicke Romilly ein bisschen flehend an. Wenn sie da gerade zurückkommt. Ja, einfach daraus nimmt sie sonst auch in den Arm. Also Myria und... Keine weitere Zeugenbeeinflussung. Ephadaios, ihr seid dran. Ich möchte gerne erst den Söldner Potro rufen. Ja, ich bin hier. Potro, wir waren zusammen auf Maraskan. Ja, der Herr, das ist richtig. Könnt ihr die Natur unseres Auftrags dort erörtern? Die Natur unseres Auftrags? Wir sollten für Rater al-Sanin so ein bisschen Endurium klauen. Sag doch einmal genau, wie sind viel... einen Monat lang durch die Insel gezogen. Sag doch bitte einmal genau, wie viel ein bisschen ist. Ich glaube, das waren am Ende waren es 10 Steine, oder? Ein wenig mehr, aber die Aussage sei hinreichend richtig. Ja, Geflüster von allen Männern. Wie groß würdet ihr schätzen und wie groß, hat man euch hinterher gesagt, war dieser Verdienst in den Augen des Reiches? Wir haben ein Kontor bekommen, oder? Wir haben ein Kontor bekommen. Was bekamen wir noch? Also, Dexter hat mir schon angeboten, hat gesagt, wenn ich mich zurückziehen will, dann kriege ich ein Haus in Gareth, hat er gesagt. Wenn ihr sagt Dexter, wen genau meint ihr? Dexter, sagte er. Also, ich nenne ihn Dexter. Ich glaube, das ist der, Großinquisitor, ne? Vielleicht der Reichsgroßgeheimrat? Das weiß ich nicht. Inquisitor Dexter Nemrod? Ja, ich glaube, der ist immer noch Großinquisitor, oder? Also, lief zumindest nicht mit so einem goldenen Rock rum, aber... Fürs Protokoll sei vermerkt, ist er nicht mehr. Ja, also Dexter hat zumindest gesagt, das ist eine ziemlich gute Arbeit gewesen. Und in Erfüllung dieses dem Reich und den Göttern gefälligen Zieles, habt ihr da jemals weniger als euer Ganzes gegeben? Naja, ich war schon oft verletzt, aber ist ja nicht so schlimm. Heilt ja wieder. Habt ihr alles getan, was nötig war?
um dieses Ziel zu erreichen. Um dem Reich und den Göttern zu dienen. Auch wenn es euch selbst vielleicht widerstrebt. Ich verstehe nicht, was das jetzt mit euch zu tun hat. Recht. Ich habe immer alles getan. Ich meine, ich arbeite freiwillig und umsonst auf der Seeadler. Der Zeuge ist entlassen. Wie ihr sehen könnt, haben wir alle, auch Machiskan, getan, was wir mussten, um diesen Auftrag bis ans Ziel zu bringen. So unehrenhaft und so schandhaft, dass er in den Augen der Göttern auch sein mag. Greifen Mund, Zeugen. Verzeiht. Zeuge Ephadaios. Letzte Verwarnung. Zeuge Ephadaios, dritte vor. Ihr habt den größten Teil meiner Fragen bereits beantwortet, indem ihr die Echtheit einiger meiner Beweisstücke geklärt habt. Wir kennen uns nun schon eine ganze Weile und reisen seitdem zusammen. Habt ihr in dieser Zeit jemals das Gefühl gehabt, ich sei ein unehrenhafter Mann? Ha! Das wäre sicher nicht cool. Der da! Der ist zu ehrenhaft! Ich würde sagen, er hat einen Stock im Arsch! Aber ehrenhaft, ey, das ist er wohl. Habe ich euch jemals Grund gegeben, an meiner Göttertreue und meiner Treue zum Reich zu zweifeln? Nein, sogar im Gegenteil. Nun, die Sordus-Äpfel, die verdammten Dinger, die wir hier vor kurzem auf unser Schiff geworfen bekommen haben, die haben wir natürlich vernichtet. Aber als die Arche in das andere Schiff gebissen hat, da ist so eine Säure ausgetreten. Und nicht nur hat Yalan gesagt, ihr wisst ja, von dem Piratenpark halte ich nicht viel. Die sollten wir alle vernichten. Und wir sollten sie mit ihren Waffen bekämpfen, wenn wir können. Aber Yalan hat gesagt, dass wir diesen Unwasserspeichel der Arche nicht benutzen werden. Und als wir in dieses Schiff gebissen haben, da wart ihr ja auch alle dabei. Da hat er versucht, unseren Feinden zu helfen. Sag euch. Einfach daraus Rotz aufs Deck. Die haben das nicht verdient. Aber er wollte ihnen helfen. Ja. Weiß nicht. Manchmal könnte er noch härter durchgreifen, sage ich euch. Aber dass er unsere Feinde zu hart angeht, ha, da lache ich doch. Die sollte er noch härter angehen. Hört ihr, dass das die Wahrheit ist? Und nur die Wahrheit, so war das gleißende Licht Alvarans euch helfe. Ei. Ich war schon lange mit euch unterwegs. Du bist ein Held, Yalan. Du bist der Kapitän hier. Letzter Zeuge, euer Jan. Ich habe noch eine Sache Frage noch an Ephadaios. Eine Sache noch. Dein SO? Mit der Auszeichnung, das Kaiser Ruhl in Bronze, Kaiser Raul, bin ich bei 7. 7 halbe sind 8 halbe sind 4. Warte, ich hab mir 4 Punkte aufgeschrieben. Yalan ist ein Held. Ablehnung der Säure. Hilfe bei den Feinden. Und jetzt kommt mein 4. Männer und Frauen, gestern Nacht ist mir der alte Gott, der Vater der Fluten, der Unergründliche im Traum erschienen. Er hat zu mir gesprochen und ich weiß, ich sag's euch immer wieder, aber ich verstehe euch da. Ist kein gutes Gefühl, hier auf diesem Schiff gegen unsere Feinde zu ziehen, dieses dämonische Ding mit seinen Planken. Aber gestern ist er mir erschienen. Und wisst ihr was? Er hat uns nicht aufgegeben. Er sieht, dass das, was wir hier machen, das, was unser Captain hier versucht, dass das eine gute Sache ist. Dass das zu einem guten Ende kommen wird. Und danach? Nun, wir sind nicht wie das Dämonenpack, wie die Bündler von ihnen. Nein. Er hat es mir gestern wieder gezeigt. Hört. Letzter Zeuge, euer Jan. Ich hätte noch eine Frage an Ephadaios. Natürlich. Ephadaios, ihr sagtet, dieser Mann ist ehrenhaft. Aber statt den Leuten der Kamadgana einen Ausweg für ihr Leiden zu finden, will er sie mit Feuer verbrennen. Und ihr als Eferdi seid da auf seiner Seite? Nun, würden uns die Kamadgarde hier auf dem offenen Meer begegnen, dann wäre mir Wasser lieber. Ihr wollt mal also sagen, das Seelenheil dieser Leute liegt euch nicht am Herzen? Das Seelenheil der Kamadgardisten? Nun, wenn ihre Seele noch zu retten ist. Natürlich ist sie noch zu retten. Das müsstet ihr auch wissen als Geweihter.
Effert. Nun, ich kann euch eins sagen. Noch zu retten. Wenn wir sie gefangen nehmen können, wenn sie sich ergeben. Ei, aber das tun die nicht. Die sind verschworen. Ich bin ihnen auch schon begegnet. Und nun, sie werden uns sich im Kampf stellen. Und dort werde ich sie nicht bitten, sich zu ergeben, damit wir ihre Seele retten können. Nein, nein. Die werden uns mit Eisen begegnen und wir werden ihnen mit Eisen begegnen. Ihr sagtet, ihr wollt sie in der Nacht erwischen. Genauso gut könnte man in der Nacht ein Manöver starten, um diese Leute zu fesseln, zu betäuben oder was auch immer. Stattdessen werden sie verbrannt. Ihre Seelen werden in die Niederhöllen gezogen. Einspruch! Jeder weiß, dass Praios Reining des Feuerhainen vor den Niederhöllen bewahrt. Die Inquisitorin hat es selbst gesagt. Nachdem ihr Seelenheil wiederhergestellt wird, mag das richtig sein. Aber wenn diese Leute wirklich, wie ihr sagt, mit einem der Erzdämonen paktieren, dann muss man erst diesen Pakt brechen, um ihr Seelenheil wiederherzustellen. Euer Gnaden, erinnert euch noch einen Moment lang an Miraskan, ihr wart dabei. Wir überfielen einen Nachschubkonvoi der Kamotgarde und nahmen einen von ihnen gefangen. Ja, kann sein. Machte er in dieser Befragung den Eindruck auf euch, als wäre er willens und bereit, von seinen Wegen Abkehr zu leisten? Einspruch, Beeinflussung, der Zeuge erinnert sich nicht. Jetzt erinnere ich mich. Keine schöne Sache. Machte es auf euch den Eindruck, als könnte er durch irgendetwas von seinem Tun abgehalten werden, als dem Tod? Damals waren alle seine Freunde oder seine Kameraden tot und... Nun, er hat uns noch beschimpft und beflucht. Er war längst besiegt und gefesselt. Aber das ist ein wahnsinniges Pack. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt dieses Krieges, da sehen sie noch nicht, dass sie auf der verlierenden Seite sind. Hier eine weitere Frage. Ich möchte gern mal einen Befragungsgang zu Ende führen. Natürlich. Könnt ihr bestätigen, dass ich inständig versucht habe, unsere maraskanischen Verbündeten davon zu überzeugen, dass die Seele dieses Mannes gerettet werden könnte, wenn man nur die Zeit hätte? Ja, das stimmt. Könnt ihr sagen, war dieses Vorhaben von Erfolg gekrönt? Nein, war es nicht. Er glaubt an Hur und Gor und auf die Wiedergeburt. Und nicht der Maraskaner, der Kamotgard ist. Ja, die meine ich ja. Glaubt nicht an Hortgo. Nee, aber Bonicium, ja. Ja. Der Gardist, er wurde umgebracht von unserem Begleiter, Magister Brindigian. Und nun, in seinem Glauben, wenn man stirbt, wird man wiedergeboren. Und er wollte ihm helfen, in ein unschuldiges Leben neu geboren zu werden, wo seine Seele gereinigt wird. Nun, das sehen die Zwölfe anders, aber nun, das glaubt er. Und vielleicht dadurch, dass er die Klinge geführt hat, ist es so. Herr Vatayas, also, wir befinden uns in einem Praios heiligen Gericht und ihr wollt jetzt Ruhe und Gror einbringen und... Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Yalan versucht hat, diesen Kamotgardisten zu retten und vor, ja, auch seine Seele zu bewahren. Vielen Dank, euer Gnaden. Wie euer Ehren also sehen kann, habe ich nichts unversucht gelassen, um diesen festgesetzten und ungefährlichen Kamotgardisten von seinen Wegen abzubringen und von der Niederhölle zu retten. Greifenmund, ich sagte euch, das ist eine Zeugenbefragung und habe euch ein letztes Mal bereits verwarnt. Ich hätte auch noch eine Frage an den... Wenn das noch einmal vorkommt, dann werde ich euch einen Tag einsperren lassen. Ephadaios, ihr sagtet, der Kamotgardist, den ihr gefangen genommen habt, davor habt ihr seine gesamte Einheit ausgelöscht, ist das richtig so? Ja, im Kampf. Nun, ob im Kampf oder nicht, ist so irrelevant. Denkt ihr wirklich, dass der Mann, der durch euch, seine Freunde und vielleicht alles, wofür er gekämpft hat, dass er wirklich von euch bekehrt werden könnte? Dass er den Glauben zu den wahren Göttern wiederfinden könnte. Durch Männer, die seine Freunde
der seine Geliebte ermordet haben. Es würde Jahre dauern. Vielleicht, aber wir sind im Krieg. Dieser Mann, er war ein Kriegsgefangener, der von eurem Kameraden abgestochen wurde. Das bestreite ich nicht. Doch in einer anderen Szenerie, in dieser Szenerie, wird nicht einmal über Gefangene nachgedacht. Es wird einfach mit Brandöl auf Baracken geschossen und gehofft, dass diese Leute getötet werden. Danach wurde mir von Janan Greifen und von Schnattermann noch erwähnt, dass die Soldaten runtergehen sollen und alle, die überleben, niedergemacht werden sollen. Dies war sein Wortlaut. Anspruch. Ich sagte, dass jeder, der noch Widerstand leistet, aufgemobbt wird. Nicht, dass alle niedergemacht werden. Sie haben schon Gefangene unten im Deck. Da passen auch noch mehr rein. Ich würde gerne meinen letzten Zeugen aufrufen, wenn es recht ist. Weitere Fragen von Ahmad? Nein, erstmal nicht. Dann seid ihr entlassen. Euer Gnaden, bleibt doch bitte einen Moment. Ich rufe seine Gnaden Ahmad in den Zeugenstand. Ja, natürlich. Ahmad, schwört ihr, und ich weiß, ihr gebt darauf ja scheinbar nicht viel, die Wahrheit zu sagen, nur die Wahrheit. Auf das euch Paras helfe. Natürlich schwöre ich auch die Wahrheit. Habt ihr vor nicht einmal 3 Tagen eine Treuheit geschworen, diesem Kapitän hier zu helfen, beizustehen und auf sein Wort zu hören? Natürlich. Allerdings sagte ich auch mit einem Zusatz dazu, sollte ich irgendwann... Habt ihr unter Deck einen direkten Befehl missachtet? Das habe ich. Unter dem Zusatz, dass ich, falls ich irgendwann mal hier auf Deck jemanden entdecken sollte, der unheilige Triebe treiben sollte, selbst wenn es der Kapitän ist, etwas dagegen unternehmen werde. Da dies meine heilige Pflicht als Ronra geweihter ist. Agnander Hadarius, habt ihr diesen Schwur vorm Herrn Paras besiegelt? Ei, das haben wir. Keine weiteren Fragen. Also gut, ich habe hier noch einen Zeugen, der Aussagen möchte, und zwar für Ahmad, auch wenn Ahmad ihn selbst nicht aufgerufen hat. Verzeiht mir, euer Gnaden, würdet ihr Alrixey, Leutnant zur See, zulassen als Zeugen? Ich kenne diesen Mann nicht, aber wenn er etwas zu sagen hat, was die Umtriebe dieses Kapitäns zutage fördert, natürlich. Dann ist Alrixey, Leutnant zur See, zugelassen. Anspruch, der Zeuge wurde vorher nicht gemeldet. Er wurde mir gemeldet und wurde nachgereicht innerhalb dieser 5 Stunden. Also gut, Alrixey, ihr habt euch freiwillig gemeldet. Das ist richtig. Was habt ihr also zu sagen? Ich kann bezeugen, und zwar schwöre ich unter Eid, dass ich weiß, Greifenmund hat auf Maraskan Menschenfleisch gegessen. Kann Maras einatmen von allen? Ja, kann man. Das ist eine schwere Anschuldigung. Ahmad sieht sich in dem, was er bis jetzt gesagt hat, bestätigt. Also gut, ihr habt dies unter Eid geschworen, ja? Das ist richtig, unter Eid. Ich bezeuge, dass ich weiß, Greifenmund hat Menschenfleisch gegessen. Woher? Dann, nun, werden wir euch wieder entlassen. Und ich rufe noch einmal Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor in den Zeugenstand. Hier bin ich. Kapitän Jarlan Greifenmund vom Schnattermoor, euch wurde zu Last gelegt, dass ihr Menschenfleisch gegessen haben sollt. Könnt ihr dies bezeugen? Könnt ihr dies falsifizieren? Schwere Anschuldigung. Ich kann dies nicht wieder alle Zweifel bestätigen, aber die Anschuldigung hat dich. Ebenso habe ich eben jene Vermutung. Und sie ist nicht mehr als das. Eben jene Vermutung. Bei der Lumini Facta des Ordo Born ja gebeichtet und von ihr Ablöse erhalten. Dies war vor weniger als 3 Wochen in Festung. Da ich das nicht prüfen kann, Blick zu Ahmad. Weitere Fragen an... Wenn ich eine Lüge erzähle, sollen die Himmel sich auftun und Paras schmetternder Brandstrahl mich hier niederstrecken. Alle schauen nach oben. Ich nicht. Ich schaue Jorgold an.